So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption Nummer 2. Ich habe mir neulich nochmal die ältere Aufnahme angeguckt, wo es um den Raubzug ging. Und da stand ja im Norden von Strawberry ist dieser Diebstahl. Das heißt, ich würde entweder tippen, dass es hier ist oder hier. Ja, das werden wir uns einmal angucken. Ich werde hier mal einen Wegpunkt hinsetzen, beziehungsweise eine Markierung und da eine Markierung. Genau. Dafür laufen wir in die falsche Richtung. So. Da ist mein Pferd. Sehr schön. Heute bin ich nicht auf Ärger aus. Aber wenn ich mich verteidigen muss, dann werde ich mich verteidigen müssen. So ist das leider. So, hier müsste gleich schon die erste Markierung sein oben. Da. Aber das sieht mir doch nicht. Was ist denn das? Hier ist ja gar nichts. Das ist ja nur so eine alte Ruine. Okay. Dann reite ich weiter zur nächsten Markierung. Ist natürlich einige an Wildtiere wieder vorhanden hier. Komme ich hier hoch? Sehr schön. Da brennt doch Licht. Okay. Wie war das noch mit dem... Da. Das setze ich mir natürlich auch mal auf. Bevor mich die Leute wieder erkennen. Pferdchen anbinden, genau. Und dann einmal hier ausrüsten. Repetierkarabiner und die Flinte natürlich. Und dann werde ich mal hier gucken, ne, ob einer da ist. Brief. Den nehmen wir nochmal mit. Was steht da drin? Lesen. Bin in wenigen Tagen zurück. Ich bin Mildred, die neue Miss Peyton vom Haus ihrer Mutter abholen. Jim. Aha. Was lag hier noch? Ein Vogel? Dann nehme ich mit. Sperlingskadaver. Aber kann ich hier rein? Nee. Durchs Fenster kann ich wahrscheinlich auch nicht. Die sehen mir ziemlich gittert aus. Ja, das ist ja ein schöner Raubzug hier. Ich glaube, weiter im Norden ist auch nicht wirklich viel. Zählt das zum Norden von Strawberry? Ich bin mir nicht sicher. Okay, Freunde. Dann werde ich mal hier hinreiten. Ja. Machen wir eine Mission. Ich weiß leider noch nicht genau, wann diese Folge rauskommt. Wir haben heute aktuell Karfreitag. Das heißt, wenn diese Folge heute noch kommen sollte, wünsche ich euch natürlich einen schönen Feiertag. Sollte die Folge erst morgen kommen, hoffe ich, dass ihr einen schönen Feiertag hattet. Was leuchtet denn da rot auf diesem Radar? Oh, das geht nicht gut aus. Seht ihr das? Das geht nicht gut aus. Scheiße, ihr habt mich gesehen. Mann, was habe ich denn getan? Da ist ein Sheriff. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ist das, weil ich das blöde... Maske noch auf hab? Ach Leute, ich gebe aber tierisch auf den Zeiger jetzt wieder. Ich habe nichts gemacht. Ich häng sie einfach ab.
bisschen versuchen, Querfeld einzureiten, um den Weg ein bisschen abzukürzen. Jo, jetzt geht's hier aber los, ey. Oh, oh, ist hoch. Ah, ich hasse dieses Spiel. Ich sollte besser aufpassen. So, komme ich hier runter, ohne wieder zu sterben? Ja, oh, sollte gehen. Geil, es ist Nacht, es regnet. Ich habe keinen Hut. Macht richtig Spaß. Oh, was brennt hier denn für ein Lagerfeuer? Jetzt geh doch mal! Oh, dieses Pferd macht mich wahnsinnig. Hallo, Sir. Haben Sie vielleicht ein bisschen zu essen für mich? Ein Apfel. Hier eine Möhre für mein Pferd. Auch sehr schön. Nehme ich mit. Plündern wir ihn mal. Ich ignoriere das Geballer einfach da hinten. Da raubt irgendjemand den Zug aus, glaube ich. So. Mein Gott. Schon 10 Minuten gespielt und noch nichts Produktives gemacht hier. Kann ich hier nicht Pfeffer einreiten? Nein, kann ich nicht. Was ist denn das hier? Das muss ich mir mal genauer angucken. Oh, sieht aus wie eine alte Kirche. Ich kann ja auch nichts sehen. Habe ich nicht irgendwo eine Laterne? Ja. Oh, verdammt. Scheiße. Scheiße. Mann, was habe ich denn getan? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, der hatte $5 in den Taschen. Der auch. Aber das waren nicht die, die gesprochen haben, als ich in der Kirche war. Das glaube ich nicht. Geh noch mal rein. Gesalzene Innereien. Yam yam. Kokain-Kaugummi. Mehr nicht?
Enttäuschende Beute. Hier ist irgendwas. Revolver-Munition. Gut, dann werde ich mal weiter reiten. Damit ich endlich mal bei meiner Mission ankomme. Hallo? So, Freunde. Jetzt aber. Ein Angler. Solange wird's hell, das ist schön. Schön im Nebel hier. Hey! Vielleicht sollte ich einfach mal meine Kleidung ablegen. Mein komisches Tuch. Plündern. Ja, Leute, ihr habt es selbst gewollt. Ich weiß, ich will überhaupt keinen Ärger machen. Ah, endlich mal ein neuer Hut. Sehr schön. Blackwater und das umliegende Gebiet sind abgeriegelt und werden daher auf der Pausemenükarte rot angezeigt. Du kommst auf die Fahndungsliste, wenn die Gesetzeshüter dich in diesem Gebiet sehen. Warum? Ach so, Blackwater. Da durfte ich ja nicht hin. Ist okay. Okay, boy. Let's go. Yeah. Wie geil das aussieht, oder? Das sieht richtig cool aus. Wir sind doch gleich da. Da hinten liegen sie. Auf der Lauer. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No, I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Hey. Just... Hey. Where is that little Irish pest? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Yep. Ich würde gerne mal kurz hier irgendwie was trinken oder essen. Um meine Kerne so ein bisschen aufzufüllen. Was habe ich denn hier? Bohnen könnte ich mal nehmen. Und hier so eine Packung Kekse. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a
Ja, eine Patrouille haben wir schon ausgeschaltet, Leute. Oh, ist ja gut, ist ja gut. Sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Wie so gegen die Strömung ankommen, ne? Wahnsinn. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. So, Leute, können wir das irgendwie beschleunigen hier? Mein geiler Hut, ne? Der ist richtig stylisch. Hey, they're stopping. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with. Fernglas da. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Okay, dürfen wir schon wieder jemanden aus der Scheiße ziehen? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die beiden Typen da lautlos ausschalten wollen, ob das genauso gut funktioniert. Wie bei der letzten Mission. Oder bei der vorletzten. Nee, Bogen nehme ich nicht mit. Blinde. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirt. Ja, dann los. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Oh, Leute, ey. Hey, erst rüber gehen, wenn die Abdeckung da ist, Junge. Der Hut sieht doch viel besser aus. Junge. Nur noch nicht vergessen.
Sehr schön. Was soll ich tun? Hallo? Jungs? Jungs? Nicht gesehen. Ich hab die mich nicht verraten. Oh, und getroffen. So. Da ist auch noch einer. Erwischt. Ja, darf ich erst kurz plündern, bitte? Ich muss irgendwie ja mein Geld zusammenkriegen. Für mein Kopfgeld. Habt ihr schon wieder verloren? Okay. Da oben ist auch einer. Nimmst du ihn kurz, bitte? Messi. Ich treffe aber auch nichts, ne? Ja, den Hut habe ich ihn runtergeschossen. Wahnsinn. Jo, ich sehe ihn. Ich übernehme ihn. Gern geschehen, Charles. Gern geschehen. Jo, gib mir eine Sekunde. Bin gleich da. Mach mal keinen Stress hier. Kein Stress. Upsi. Hab ich. Und ich? Und ich, Jungs? Oh, Vorsicht, Jungs, da oben. Hab ich. Mann, wie viele sind denn hier? Da hängt er. Okay. Let's get Sean. Ja, lass ihn noch mal kurz hängen. Ihr könnt ihn auch gerne schon mal befreien. Aber ich habe ja noch zu tun.
Ja, hallo. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Okay, ich darf noch ein bisschen looten. Vielleicht gibt's ja irgendwas Schönes. Schön rum, schon mal. Munition. Oh ja, Geld, das gefällt mir. $11, sehr schön. Oh, wer kommt da? Lass mich in Ruhe! Meine Beute! Man hat hier nicht mal Zeit, Ruhe zum Plündern. $7 hat mich das gekostet? Wo bin ich jetzt? Und wo waren wir gerade? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? War das nicht hier? Ah, egal. Komm, Freunde. Wir haben die Mission abgeschlossen. Und ich glaube, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch mal auf den Abonnieren-Button. Um mir ein kleines Ostergeschenk zu machen vielleicht. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Genießt das lange Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.